du scheiß Knecht. Alex mit 1 Euro. Hey, ich bin leider echt nicht gut, um Mädchen zu sprechen. Gib mir mal ein paar Tipps. Ich bin immer zittrig vor Mädchen. Grüß meinen besten Freund Ricky. Ich habe ganz viele Videos gemacht, mein Freund, darüber. Aber ich empfehle dir da immer, du selbst zu sein. Und irgendwann, ihr wollt ja auch, wenn ihr eine Freundin kennenlernt, Freunde, wollt ihr ja auch nicht irgendeine scheiß Schlampe kennenlernen. Habe ich gehört. Ihr wollt ja ein vernünftiges Mädchen kennenlernen. Und vernünftige Mädchen gibt es nicht so oft. Gibt es nicht wie Sand am Meer. Sand am Meer gibt es diese ganzen. Ich habe mir eine neue Handyhülle geholt. Bla bla bla. Take me back. Die gibt es 1000 Mal, Digga. Die braucht man auch nicht als Freundin, in meinen Augen. Könnt ihr mal den Jürgen reinhalten. Aber eine ernsthafte Beziehung müsst ihr da aufpassen. Und Mädchen würde ich schätzen, mein Freund. Und an alle da draußen, ich gebe euch jetzt Tipps. Ich gebe euch jetzt 3 Tipps, womit jeder was veranstalten kann. Kauft euch ein vernünftiges Parfüm. Seid gepflegt. Also jetzt rasieren und regelmäßig zum Friseur gehen. Und also 3 Sachen, die jeder machen kann. Kann es aussehen wie scheiße, ist scheißegal. So, damit kann jeder kann was machen. Jeder kann mindestens Gold 2 sein. Ihr geht hin, ihr geht zum Friseur, ihr macht euch einen vernünftigen Haarschnitt. Das muss nicht mal was Krasses sein. Einfach, dass es gepflegt aussieht und nicht hier die Seiten hier so halb übers Ohr gehen und dann hast du hier so einen scheiß Möchtegern-Bart und dann steht hier irgendwas ab und du stinkst aus der Fresse und keine Ahnung was. Gehst zum Friseur, alles super. Ihr holt euch vernünftige Klamotten. Da rede ich jetzt nicht hier vor, ihr müsst kein Balenciaga und Givenchy und so. Digga, es reicht doch so ein stabiles, weißes T-Shirt, Digga. Eine stabile Jeans und normale Hose, wie heißt das? Eine normale Schuhe, Digga. Das, ihr müsst einfach ein bisschen. Und da kann niemand was falsch machen mit weißen Shirts und schwarzen T-Shirts. Weiße und schwarze T-Shirts mit einer Jeans und dazu einfach weiße Air Force, Digga. Das ist ganz easy. Das ist jetzt nicht der krasseste Style. So, Style ist ja auch sehr, sehr, sehr Geschmackssache. Aber da kann man schon mal nichts falsch machen. Das ist schon mal besser, als wenn du da so eine komische Hose anhast, die Löcher hat. Deine Schuhe, Digga, mit denen warst du noch Fußball spielen vorher und hast die einfach angezogen. Und dann hast du so ein kleines, zu kleines T-Shirt in irgendeiner komischen Farbe an und es hat auch noch Flecken. Und das ist Quatsch mit Soße, Freunde. Nicht zu teuer. Nein, Digga. Das ist nicht teuer. Das ist nicht teuer. Digga, geht zu H&M, holt euch ein schwarzes T-Shirt. Das kostet 7 Euro oder so, 8 Euro. Ich empfehle euch, vernünftige T-Shirts, also vernünftige Qualität zu holen. Weiß ich nicht. Da gibt's. Freunde! Ich müsste eigentlich eine Partnerschaft mit denen haben. Le Faster Young. Bob. 50 Euro kostet das T-Shirt. Ist teuer, ja. Aber ihr könnt dieses T-Shirt immer tragen, Digga. Es geht nicht ein beim Waschen und sowas. Der Print geht nicht ab. Und es sitzt auch immer gleich. Ist oversized. Aber es reichen auch so, Digga. Warte mal. Das ist jetzt Geschmackssache, aber ich zeig's euch. Unbezahlte Werbung. Digga, wenn man mir sagt, man macht mit diesen T-Shirts irgendwas falsch, der ist in meinen Augen lost. Ich bekomme kein Geld dafür, ich möchte nur den Menschen da draußen helfen, seinen Jürgen irgendwo reinzuhalten. Ihr macht damit nichts falsch, Digga. Das T-Shirt hat, glaube ich, 30 Euro gekostet. Nike Air Bob, das 1x1, ganz easy, schwuppsdiwupps. Sieht scheiße aus. Nein, man kann dieses T-Shirt nicht haten, Digga. Das ist unmöglich zu haten. So, 2. T-Shirt. Das ist, kann man schon mal eher haten, aber ich finde es eigentlich cool. Die Farbe ist halt, ne, aber finde ich auch cool, Digga. Hat, glaube ich, 20 Euro gekostet. Nike. Ganz easy, ganz trocken. Bob. Holt euch das in eurer normalen Größe. Soll nicht zu eng sein, soll nicht zu breit sein. Ich hab diese ganzen T-Shirts, Freunde, habe ich 1000 Mal. So, mit denen mache ich eigentlich immer Sport, so, aber mit denen kannst du auch so einfach anziehen. Das ist halt, da macht ihr nichts falsch, Freunde. Und wer mir sagt, oh, das ist teuer, diese 3 T-Shirts, die kosten zusammen, weiß ich nicht, 60 Euro oder 70 Euro, das sind 3 T-Shirts, die man sein Leben lang anziehen kann, Digga. Und da kann man nicht niemanden verarschen, wenn ihr euch jetzt hier Balenciaga und Givenchy und so holt, Digga, ja normal. Das ist ein bisschen kritischer. Aber das sind Sachen, kann man immer. Ich kann euch noch was zeigen, warte mal. Hier, weiter geht's, der Zucker keine Bremse. Guck mal, ihr merkt es, Digga, das kostet auch, das ist nicht teuer. Calvin Klein, das kostet 30 Euro. 30 Euro hat das Ding gekostet. Und jetzt wird es hier ein bisschen verrückter, sage ich mal, aber das ist auch cool. Das ist aber teurer. Ich glaube, das hat 60 oder so gekostet. Das ist von Nike auch. Cool, in meinen Augen müsst ihr auch immer. Also, online, Freunde, gibt es coolere Sachen als offline, kann ich euch sagen. Online gibt es coolere Sachen als offline. Nee, ja doch, ist so. Aber offline ist es halt besser so. Also, wenn ihr ins Store reingeht, ist es besser mit den Tragen, wie das sitzt und so. Aber sowas habe ich noch nie in einem Nike-Store gesehen. Das ist meistens immer direkt ausverkauft. Ihr müsst da einfach immer ein bisschen up-to-date sein, Freunde. Und dann geht es. Geht zum Friseur, holt euch vernünftiges Parfüm. Wartet. Also mein Lieblingsparfüm ist gerade in meinem Auto, aber ich bekomme kein Geld dafür. Das ist richtig geil, dass ich den Namen ausspreche. Das versuche ich jetzt nicht. Yves Saint Laurent. Ja, das Ding heißt
La Nude del Home. Digga, das riecht super. Super. Super riecht das. Das andere kennen sehr viele. Das ist so, das ist so Ben Yedda, Freunde. Kennt jeder. Also, der so, das, viele riechen so. Aber das riecht wirklich geil. Dior Sauvage, auch gut. Die beiden Dinger, Freunde, halten bei mir ein Jahr. So. Und das ist besser, als wenn ihr euch irgendwelche scheiß Fortnite-Skins oder irgendwelche 100k-Packs holt, wo ihr am Ende dann so ein scheiß, mir fällt gerade einfach kein 83er ein, 82er, wo ihr dann so ein, keine Ahnung, scheiß drauf. Ganz, ganz wichtig. Und zum Friseur. Ja, so ein Trapp. Friseur ist auch wichtig, Freunde. Ihr müsst gepflegt aussehen. Ihr müsst nicht der größte Playboy sein. Ihr müsst nicht der größte Playboy sein, um die ganzen Weiber abzuziehen. Ihr seid einfach gepflegt und ihr könnt auch ganz viel über euren Humor und so rausholen, Freunde. Also, wie gesagt, Klamotten, ganz easy, ganz schlicht. Muss keine krassen Experimente sein. Ich bin ja auch kein Freund sofort. Freunde, mein Style ist auch eher schlicht. Regelmäßig gepflegten aus, wie heißt es? Gepflegt sein einfach. Und in meinen Augen ist Geruch, ich schwör's euch, Geruch wird so krass unterschätzt, glaubt mir das. Aber es kommt sehr gut rüber. So, und jetzt sind wir wieder im Stream. Digga, wie sind wir auf das Thema gekommen? Alex mit 1 Euro. Hey, ich bin leider echt nicht gut, mit Mädchen zu sprechen. Gib mir mal ein paar Tipps, ich bin immer zittrig vor Mädchen. Grüß meinen besten Freund Ricky. Irgendein Typ mit 5 Euro, wie jetzt? Keine Löcher an den Hosen, hab fast keine anderen. Nee, es gibt manche Hosen, die sind extra so gemacht, aber ich weiß, was du meinst. Jonas mit 1,50, kann man dich fürs Date mieten mit der Bedingung, dass ich ihn dann reinhalte? Du bist ja bestens vorbereitet. Digga, kann ich machen. Max mit 1 Euro. Ja, ist aber wirklich so, Freunde. Plus 1, wenn ich recht habe. Video kommt morgen, thanks für den Real Talk. Ja, bitteschön. Basic T-Shirts und Pullis sind einfach die besten. Ja, Freunde, Pullis. Ich habe auch ganz viele Pullis einfach ohne Marke. Geht zu H&M oder so, weiß ich nicht. Aber das, ich sag euch ganz ehrlich, ich mag diese ganzen Läden nicht, weil ihr könnt das wirklich, wirklich, wirklich nicht oft tragen. Weil, also, wenn ihr es nicht wäscht. Sobald ihr es wascht oder wäscht, lol, dann es sitzt nicht mehr so wie am Anfang. Ich weiß nicht, ob ihr das fühlt oder ob es nur bei mir so ist. Aber es ist an. Und wenn ihr ein bisschen mehr Geld in die Hand nehmt, in Klamotten, dann habt ihr keine Kopfschmerzen. Weil die irgendwann, Freunde, wenn ihr das 500 Mal wäscht, ja okay, dann wahrscheinlich. Aber bei so anderen, wenn das T-Shirt sehr günstig ist oder die Pullover oder so, sehr, sehr günstig, dann merkt ihr das sofort. Ihr merkt es sofort. Frankfurt, schnelles Ding. Air Force, beste Schuhe. Plus 1. Air Force One, bester Schuh. Every day.